So, willkommen zum Test der. Moment, mach mal zu, damit es nicht so weht. Zum Test der Vespa 300 GTS Super. Und was haben wir hier am Start? Also 300, das sagt schon, wir haben keine wirklichen 300 Kubikzentimeter, wir haben 278. Wir haben 21,2 PS und 22 Newtonmeter. Die genauen Fakten, ja, blende ich einfach mal jetzt ein Video ein. Fährst du oder nicht? 9,5 Liter Tank, 172 Kilogramm Gewicht. Wir haben 118 km/h Vmax und einen Preis von UVP 6.795 Franken. Das ist schon allerhand. Da kriegt man schon teilweise große Motorräder dafür. Ja, also wieso dann eine Vespa kaufen? Ja. Das werden sich viele von euch fragen. Aber Vespa ist Kult. Ja. Wenn ich da mal ins Fenster schaue, guck mal, das Ding sieht einfach nur klasse aus. Das ist mega, wie das Ding aussieht. Ja. Und ich muss mal wie mache ich's? Ah, hier, genau. So. Also, sieht einfach klasse aus. Vor allem in Rot sieht sie wirklich mega aus. Ich finde, Vespas müssen irgendwie farblich knallen. Ja, also, bevor wir jetzt zum Roller kommen, denn wir fahren Beatenberg hoch, Richtung Sonne. Und ich nehme mit der GoPro Hero 6 auf und dem Zoom H2N. Das heißt, soundtechnisch sollten wir hier ganz gut liegen und videoqualitätsmäßig sollten wir auch ganz gut liegen. Ja, also wieso Vespa? Das Ding ist einfach Image. Das ist der Kaffee, Eiskaffee Racer schlechthin, kann man sagen. Das Ding sieht geil aus, macht Laune, ist super bequem zu sitzen wegen dieser Haltung. Also seht es einfach, man sitzt richtig schön gerade auf dem Ding. Und meiner Meinung nach, auch wenn Vespa dann einfach mit der 300er Motorisierung, also mit den 21,1 PS, na los, Kiddies. Denn dann kann man nämlich sowas machen. Und schon hat man 50. Ich habe es jetzt nicht gemessen, müssen wir irgendwo online mal nachschauen. Aber sie geht auf jeden Fall gut ab. Ich würde sogar sagen, so bis 80 geht die wirklich gut, auch zu zweit. Ich bin gestern 30 Kilometer mit meiner Frau gefahren und sie geht gut ab. Das heißt, wir werden jetzt gleich sehen, wie sie den Berg hochgeht. Denn oben mache ich so das Intro sozusagen, was ihr eigentlich schon gesehen habt. Und ich stelle euch das Ding von außen vor. Ein paar Punkte, die ich nicht so gut finde, ist ja Halogenlicht. Ihr seht es, es ist okay, ist nicht schlecht, aber ich bin halt LED-Fan, ich mag Halogen noch sehr. Dann die Fußrasten für den Sozius sind ein bisschen zu weit vorne, zeige ich euch, oder habt ihr mittlerweile gesehen. Die Sitzbank ist ein bisschen kurz, vor allem für den Sozius. Also meine Frau ist auch nicht so wirklich groß, aber es war dann auch wirklich zu klein oder zu kurz. Aber ich finde sie von der Härte her sehr gut. Ja. Und ja, Verbrauch kann ich wirklich sagen, ich habe jetzt noch 2 Bar. Ich bin mit 2 weniger losgefahren, ich habe 3 weggefahren und bin jetzt über 100 Kilometer gefahren mit dem Ding. Und ich nehme an, 9,5 Liter, was ich vorhin gelesen habe, reichen so für 220, 230 Kilometer, wo die Reserve dann wohl angeht, oder um die 200 Kilometer, wo die Reserve angeht, und dann streiten oder teilen sich die Geister oder streiten sich die Leute, ob man dann noch 30 oder 50 oder 60 Kilometer weit fahren kann. Wie gesagt, kann ich nicht ausprobieren. Aber ich bin jetzt mal leise, denn ich muss das auch jetzt fürs englische Video benutzen. Und also, enjoy the sound and the beautiful view. Hinterlaken.
hier mit der 125er Primavera knapp 50 geschafft habe, seht ihr, gehen wir über 80 mit der 300er. Also für berghoch gar kein Problem, wenn ihr die Alpen überqueren wollt, no problem. Bereifung, serienmäßig auf der. Wir haben ABS und ASR an Bord. ASR, also Antischlupfregelung, funktioniert. Vorderrad hat einen Sensor, Hinterrad hat einen Sensor. Wenn das Vorderrad langsamer, oder wenn sich das Vorderrad langsamer dreht als das Hinterrad, dann wird gedrosselt, der Motor nimmt Leistung zurück und so kann man halt sicherstellen, dass das Ding hinten nicht durchdreht. Konnte ich sogar selber feststellen. Ist zwar nicht nass, bei Nässe ist auf jeden Fall sehr hilfreich, aber es war ein bisschen huckelig über Bahnschienen rüber und der hat dann auf der Schiene ein bisschen Schlupf gehabt und durchgedreht und sofort hat das ASR gegriffen.
So, also wir sind hier oben angekommen und falls ihr euch mal wundert, also das ist die 300 GTS, ja, super, sehr schön. Und das ist Interlaken da unten, Unterseen, Interlaken, Matten, Wilderswil, da ist der Flugplatz, Brienzersee, Thunersee und dann Eigermönch-Jungfrau vor euch, Riesenpanorama, mega geil, ne? Aber ich nehme mal den Helm ab, denn mir wird warm, wenn ich nicht fahre und ich stelle euch das Ding jetzt mal ein bisschen vor. Ja, und sag euch so, was ich drüber denke. Kleiner Blick. So, willkommen zurück bei Patrick 331 und... Nein, der Vespa 300 GTS Super. Oder 300 IE Super. Ja, Super steht hinten drauf. Und ja, vielen Dank an Michel Zweiräder, die mir das Fahrzeug, ich wollte mal Auto sagen, denn ich mache ja auch Autos, die mir die Vespa zur Verfügung gestellt haben. Ich blende es mal oben kurz hier ein, links oder rechts, ich glaube dort auf der Seite. Und ja, ihr habt da schon ein bisschen was gehört. Also ich wusste nicht genau, wo ich das Intro machen werde. Eigentlich wollte ich auf der Sonnenseite machen, aber die Sonne ist sowieso schon weg. Und dann bin ich hier lang gefahren und habe gedacht, wow, das ist ein Panorama, denn hier war ich selber noch nie. Ich wohne seit fast 2 Jahren da unten, aber hier war ich noch nie. Also, nochmal zu den Facts. Vespa GTS 300 Super ABS. Wir haben ABS und ASR am Start, ja, Antischubfrierung, habe ich ja schon erzählt. Ist ein Einzylinder, Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt oder flüssig gekühlt, Automatik natürlich oder CVT. Alle Rollerfahrer wissen, was das ist. Und wir haben vorne 220 mm Scheibe, hinten 220 mm Scheibe. Wir haben 172 kg Gewicht, 21,2 PS bei 7750 Umdrehungen und 22 Newtonmeter bei 5000 Umdrehungen. Ja, VMAX 118 hat es auch geschafft, habe ich auch gefahren. Das Ding ist, alles über 105, 110 fühlt sich nicht mehr so geilo an, würde ich sagen. Das ist aber wegen den 12 Zoll Rädern. 12 Zoll ist übrigens Standard bei der Super oder bei der GTS. Bei den Primavera, die habe ich auch getestet, hier oben rechts für euch. Könnt ihr mal aufs i klicken, da habe ich es verlinkt. Dort gibt es das 11 Zoll und das 12 Zoll Rad. Wie gesagt, bei der GTS ist 12 Zoll serienmäßig. Preis, da schlucken die meisten. 6.795 Schweizer Franken UVP ist schon eine Stange Geld. Aber die Dinger sind auch wirklich wertbeständig. Das ist wie so ein Vespa, ist wie ein Apple iPhone, ist wie, was kann man noch vergleichen? Apple MacBooks und so eine Sache. Das ist genau dieselbe Image, was halt auch zum Beispiel Apple vertritt. Klar kriegt ihr irgendwo anders günstiger Roller, vor allem wenn ihr Maxi-Scooter sucht, das ist nicht ein Maxi-Scooter. Also wie gesagt, ich bin damit von Bern nach Interlaken gefahren, Großteil auf der Autobahn und ja, sie hält auf Dauer 120 aus oder 115, 120 auf dem Tacho, aber das wollt ihr nicht machen. Die Vespa ist ein schön Wetterroller, damit ihr zum Eiscafé fahrt oder zur Eisdiele und dort halt ja, den Vespa hinstellt, weil das Ding sieht einfach genial aus, es sieht super aus und der Vorteil ist halt wirklich... Das ist, na gut, das ist Plastik, blöd. Aber das ist Metall, ne? Das ist halt alles Metallbody, ne? Und es gibt 1000 Sachen, die ihr dazu kaufen könnt, ja? Und das ist auch der Unterschied. Da oben habe ich ungefähr 50 Ziegen, die mir zugucken jetzt im Moment. Die laufen hier so rum. Ist aber wirklich eine geile Landschaft, muss ich sagen. Ein paar Kritikpunkte. Eins sind diese Fußrasten. Ja, wenn ihr mit Sozus fahrt, der Sozus hat genau den Platz hier, denn hier sitzt der Fahrer. Ich bin mit meiner Frau gefahren und sie fand das ein bisschen zu kurz. Sie musste sich die ganze Zeit an mir festklammern, also so hier so festhalten, weil sie auch mit den 21,2 PS geht es ja auch gut vorwärts, auch mit einem Zwei-Mann oder ein Mann, zwei Frauen, zwei Mann, ein Mann, zwei Frauen, also wie auch immer, mit zwei Leuten geht es ja auch gut voran. Ja. Problem ist, wenn ich drauf sitze, habe ich das in der Wade. Der Sozius, die Beine sind viel zu weit, also die Rasten sind viel zu weit vorne, laut meiner Frau. Und wenn man rankommt, klappt das Ding zu. Also wenn man an der Ampel steht, dann klappt das Ding teilweise zu. Ins Fach passt kein großer Helm, also nur so eine Halbschale und sicherheitsaspekttechnisch ist das nicht der Hit. Da empfehle ich euch auf jeden Fall ein Vollhelmet, aber das passt hier einfach nicht rein, das ist das Problem. In die 125er Primavera hat es reingepasst. Vielleicht kommt da vielleicht ein Update, wenn die neue Generation kommt, denn es ist ein anderer Kritikpunkt, den ich auch habe. Wir haben hier nur Halogenlicht. Klar, ist eine Vespa, das passt dazu, das ist Tradition, aber man kann ja auch upgraden. Und bei der Primavera haben wir auch schon LED-Licht gehabt, das heißt,
Ich nehme an, dass die 300er demnächst auch ein Upgrade bekommt. Ob 218 oder 219, weiß ich nicht, mit LED-Licht. Den Seitenständer, auch ein kleines Problem. Ich zeig's mal jetzt im Zustand hier. Wenn das Ding runterklappt, ne? Muss ich aufpassen, denn das Ding klappt sofort wieder hoch. Also aufpassen nicht, dass das Ding dann umfällt, weil dann habt ihr schön Metallbody zuletzt zerkratzt. Halogen und Preis, ja. Ansonsten war es das gewesen von den negativen Sachen. Also Motor ist wirklich genial, zieht gut an. 80-85 im Zwei-Personen-Betrieb, keine Probleme, zieht auch gut durch. Auch schneller wird er fahren mit dem Zweimal-Betrieb. Fährt sich super easy, muss ich sagen, wegen den 12-Zoll-Reifen. Image und der Preis ist aber dadurch gerechtfertigt, dass das Ding wirklich wertstabil ist. Ja, es gibt Leute, die fahren die Vespas mit mehreren 10.000 Kilometern, die fahren über die Alpen mit den Teilen und die halten einfach den Wert und auch 5, 6, 7 Jahre alte Vespas kriegt man immer noch für gutes Geld weg, ne? Solange halt auch gut gewartet sind. Aber das war's gewesen. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch gefallen diese Tests. Wie gesagt, das war jetzt die zweite Vespa, die wir gemacht haben. Es werden vielleicht noch ein paar mehr folgen und noch ein paar andere Marken. Wenn ihr an Royal Enfield, Brixton, Aprilia, Piaggio interessiert seid, BMW oder halt Vespa, das gibt's bei Michel Zweiräder. Nochmals vielen Dank, schönen Grüße an Adrian und ja, unten findet ihr den Link in der Beschreibung, falls ihr eine sucht im Raum Bern oder auch Interlaken oder wo auch immer, denn die sind located in Wabern. So, das war's gewesen. Subscriben, liken, teilen, Support ist kein Mord. Peace und ich gehe noch ein bisschen fliegen mit der Drohne und nehme das noch ein bisschen auf, das Panorama, denn ich habe die DJI Spark dabei und die passt hier unten rein. Also, bis dann. Ciao.